Guten Abend, ihr Lieben. Ich hoffe, dir geht es gut. Du bist voller positiver Energie. Bist gespannt. Ich habe mich hier schon eingekuschelt. Mach es dir ganz einfach gemütlich. Freu dich auf die Botschaft, die dich erreichen möchte. Ich starte hier wie immer mit dem Räuchern. Mach es dir bequem. Denke jetzt intensiv an dein Gegenüber, wo du eben auch diese Fragen hast. Was auch immer. Dein Herz bedrückt oder was auch immer du beantwortet haben möchtest. Derzeitigen Situation. Jemand tut sich schwer, sehr schwer. Es geht um Selbstliebe. Selbstliebe, wo du gerade dabei bist. Wir schauen mal weiter. Schau mal, wie du hier blühst. Etwas wird entstehen. Etwas Enormes. Es ist eine starke Göttinnenenergie. Smaragd. Kleopatra. Bekomme ich hier. Schauen wir weiter, was sich zeigen möchte. Wundervoll, wundervoll, wundervoll. Mehr und mehr geschieht in Glaube, in Vertrauen. Viele Zeichen. 2222. Schau deine Uhr. Ja. Einmal das. Ich bekomme hier, du hast dir, das kann jetzt unabhängig voneinander sein, es kann mal die Yin-Energie sein, Yang-Energie, wir haben hier eine Yin-Energie drauf, schau bitte individuell für dich, genderunabhängig hier, ja. Du hast dir deine vollkommene Seele, deine Seelenanteile zurückgeholt, und zwar das, was dir einst genommen wurde, ja. So liegt es hier. Schau dir mal das an. Oh mein Gott. Zwischen euch wird etwas ganz, 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 ganz Intensives stattfinden. Ihr seid dabei. Ihr seid dabei, 3322, 333. Ihr seid dabei, hier. Euch zusammenzuführen, ihr werdet zusammengeführt. Ich sage euch etwas Intensives, wir haben hier so oder so die Feuerenergie, wir haben hier einen Drachen darauf. Alles in diesem Jahr in Form des goldenen Drachens. Ihr werdet zusammengeführt, du wirst auf deinem Seelenweg geführt, ihr werdet unabhängig voneinander geführt. Bis zu diesem Zeitpunkt, bis zu diesem jetzigen Zeitpunkt. Ich bekomme, du bist vollständig. Du bist vollständig. Du spürst dasselbe für dich. Wenn der eine oder andere noch Selbstliebe-Themen hat, dann wird sich das zeigen. Dann wirst du das für dich fühlen. Dann wirst du getragen sein von Tränen. Dann wirst du getragen sein von Dingen, die dich quälen. Hier sehe ich keine Qual. Ich sehe, dass es zurückliegend ist. Ich sehe, dass ihr auf diesem Weg jetzt zusammengeführt werden möchtet. Diese Person, auch nochmal irrelevant, Yin Yang. Man ist zu Hause angekommen.
Denn die Beauty sagt mir auch nochmal im Zusammenhang stehend mit der ersten Karte, dass du in deiner Selbstliebe bist. Du bist allein diesen Weg gegangen. Allein. Ja? Für den einen oder anderen, oh, man wollte dir viel nehmen, wir haben hier die Schlange. Weil du einfach wundervoll bist, dear Beauty. Du bist einfach wundervoll. Dein Inneres nach außen, dieses Strahlen, diese Lebendigkeit, diese Selbstliebe, diese enorme Lebendigkeit. Ihr habt ein Feuer entfacht. Dieses Feuer ist mehr und mehr zwischen euch entfacht. Ich bekomme hier auch, dass es hier eine Message ist, auf dem Pfad, auf dem Weg zu sein. In diesem Vertrauen, dass sich eure Wege kreuzen werden, also für all die, wo ihr euch noch nicht begegnet seid, ja, bekomme ich ganz, ganz intensiv. Zurück zu dieser Karte, ich bekomme hier enorm dieses, wie ein Amulett, was von Bedeutung hat oder von Bedeutung haben wird. Es kann etwas sein, was du immer bei dir trägst. Und ich bekomme hier auch enorm nochmal in Form eines Smaragden. Du warst alleine auf deinem Weg. Bist alleine auf deinem Weg und du wirst dein Gegenstück sozusagen begegnen. Das ist deine Union. Das ist deine Vereinigung, die hier stattfinden wird. Eine göttliche Vereinigung zwischen dir und dieser Person. All das, was einst geschehen ist, liegt hinter dir. Entschuldige bitte, es hat hier gerade gestoppt. Also du bist vollkommen in deiner Energie. Vollkommen, vollkommen. Ja? Wir schauen hier weiter, was sich zeigen möchte jetzt am Wochenende. Wo lege ich das hin? Einmal hier, damit du das sehen kannst. Oh, ihr werdet gemeinsam. Ihr seid wie eine Sinfonie. Ihr werdet gemeinsam in Kreationen gehen, was auch immer es ist in eurem Leben, auf eurem Weg, in euren Aufgaben. Ja, das sagt sich hier. Alles war geführt, ist geführt auf deinem Weg, auf deine Reise. Deine Seelenreise, die du angetreten hast, wundervoll, 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 mit Gefühlen, intensives Mitgefühl zu dir, zu anderen, zu euch. Sie hält die Hände, ja, intensives Mitgefühl. Es kommen Gelegenheiten auf dich zu, größere Veränderungen. Schau mal hier, wo hatten wir das? Tageslegung, Schwalbe sind signifikant, ja, Familie. Romantische Liebe und Verbundenheit. Es geht darum, dass man Ja zu den Dingen sagt. Hier ist etwas, was einer von euch beiden beneint oder generell geht es um etwas Verbotenes. Du aber auf deinem Weg bist, wo du genau zum richtigen Zeit, am richtigen Ort sein wirst. Romantische Liebe und Verbundenheit. Blockiere dich nicht und wir haben die Schutzengel, sind an deiner Seite. Schutzengel begleiten dich. Schauen wir auf das Nein. Was sagt sich hier in dem Ganzen? Was ist das hier? Das Haus, das Zuhause. Das Ghosting.
Ich bekomme hier ist es Zeit für eine totale Veränderung. Fühle bitte in dich hinein, was es in deinem Leben ist, wo du vielleicht selber in diesem Nein oder in dieser gegenwärtigen Situation in Form einer Ablehnung bist. Ja. Sorge vor dieser Konfrontation. Ich bekomme diese Sorge vor dieser Konfrontation. Wir schauen mal weiter. Ihr beide macht euch im Grunde genommen zu den glücklichsten Menschen überhaupt. Wieder die Beauty, wieder die Schönheit hier. Ja? Was ist es in einer Situation? Romantische Liebe, wir hatten es jetzt zweimal, dass diese Union stattfinden wird, ja, zwischen euch. Und inwieweit ist es aber, dass eine von euch beiden Sorge hat, enorme Sorge hat, ja? Ghosting, es ist dieses On und Off zwischen euch, On und Off zwischen euch. Halschakra, signifikant für den einen oder anderen hier. Schauen wir weiter. Du wirst beobachtet, ganz, ganz enorm. Ganz stark beobachtet, Mann. Intensiv. Einer von euch beiden. Es ist hier eine Situation, wo man sich nicht traut. Jemand versteckt sich. Traut sich nicht zu dir zu kommen, schleicht aber bei dir in der Straße rum, geht bei dir vorbei, sieht, dass irgendetwas brennt oder ob es brennt oder nicht brennt. Irrelevant, ob du oben lebst, unten lebst, ja, häusliche Situation, irrelevant. Diese Person sieht dich, diese Person beobachtet dich. Diese Person hat Zugang. Sorge dich nicht, bekomme ich hier auch nochmal, weil ich bekomme eine Energie, dass es hier enorm mit anderen Personen zu tun hat. Anderen. Du wirst nicht nur, oder entweder Yin-Yang-Energie, jemand wird nicht nur von einer Person beobachtet. Nein, nicht nur. Ich bekomme hier eine Situation, die mit Stalking zu tun hat. Ich bekomme das nicht hier in dieser Energie. Es ist eine andere Energie, was mit starkem Stalking zu tun hat. Ja? Und höchstwahrscheinlich du dir schon in einer Situation Unterstützung geholt hast. Ja? So oder so ist es so, dass sich du oder er, ja, ich bekomme hier die maskuline Energie, zufällig an Ort und Stelle sein wird. Das ist interessant hier, weil es zeigen sich Gegebenheiten, die ganz, ganz intensiv mit anderen Personen im Zusammenhang stehen. Ich sehe noch mehrere Personen. Das ist wie, als ob da ganz, ganz viele Personen sind. Drumherum, ja. Hier kommt etwas. Es ist eine Situation. Das sind Angelegenheiten, die sich hier zeigen, also so oder so. Es ist eine erfreuliche Nachricht in einer Situation. Jemand wurde ertappt. Es ist wirklich so, dass jemand ertappt wurde, gesichtet wurde. Ja, also eine unschöne Situation bekomme ich hier. Jemand wurde erwischt, jemand wurde ertappt. Das ist ja so. Nicht satt bekommen, nicht genug bekommen. Also du scheinst hier so ein, irgendwie so jemand zu haben, der gerne bei dir durchs Fenster schaut oder gerne irgendwie so ein bisschen obsess von dir ist, ja. Das bekomme ich hier. Ist für dich in einer Situation der reiße Albtraum, ja. Du hast dir höchstwahrscheinlich schon Unterstützung in einer Angelegenheit geholt. Das kann hier ein Officer sein, ja. Also das ist hier definitiv etwas, was mit einer höheren Position zu tun hat. Ja, das ist ein bisschen Stalking hier, ein bisschen ist gut, ja. Das bekomme ich hier rein. Ist individuell, schau bitte. Das ist hier etwas, wo man bewusst auf dieses Nein eben auch ist, ja. Und auch in einer Situation, dass man sich freundschaftlichen Rat holt, auch das, ja. Also es ist wie, als ob ein Freund immer da ist,
Jemand, der immer da ist, ich bekomme einen Beschützer, kann mit einem Tier im Zusammenhang stehen, es ist jemand noch da. Es ist ein, oh, hier bekomme ich etwas Instinktives, sehr instinktiv. Ja, jemand passt auf und du bist beschützt, jemand passt auf, toxische Situation. Ganz, ganz eindeutig. Ganz eindeutig. Das ist eine andere Energie, irrelevant, ob das jetzt Yin-Energie ist, maskuline Energie, du wirst gestalkt. Du wirst gestalkt. Und wenn es in dieser Situation so ist, dann weißt du schon Bescheid. Das ist nicht zum ersten Mal. Das, was hier liegt, ist nicht zum ersten Mal, das kennst du in deinem Leben. Ja, und da diesbezüglich hast du, du hast Personal, du hast jemanden da. Ja, also es gibt Personen, die da sind, bekomme ich hier, ganz, ganz eindeutig. Es ist etwas, wo man nicht genug bekommt. So schaut es hier aus. Ganz, ganz intensiv. Es ist wie Nebel. Jemand verschwindet irgendwie, ja? Kommt und verschwindet. Sichtet aber. Ich schaue hier nochmal weiter. Was ist hier los? Was hat diese Person? Ich wollte gerade sagen, vor. Ja, also ist etwas, wo du schon weißt, wo du eben auch schon dir im Vorfeld da Hilfe und Unterstützung geholt hast, ja, oder wo du eben etwas schon erfahren hast. Ja, es geht hier aber darum, dass du diese Situation schon weißt und schon kennst. Das heißt, du brauchst keine Sorge haben, weil dann bist du in dieser Gegebenheit und alles ist in dieser Klärung. Alles klärt sich gerade. Es ist so, dass du generell irgendwie so wie eine Bande, so wie, ich bekomme so merkwürdige Energien rein. Deswegen sagst du nein, deswegen auch dieses Nein. Das bekomme ich hier ganz, ganz eindeutig. Und das ist so, dass man das schon beobachtet, jemand beobachtet. Also, wenn das hier, diese Person wird schon beobachtet, du hast dir höchstwahrscheinlich hier Schutz geholt, ja, du hast dir jemanden irgendwie beobachten, das noch andere, und da in diese Situation wird diese Person nicht weit kommen, ja, also werde irgendwie dich beobachtet durch das Fenster von gegenüber oder wo auch immer, ja, diese Person wird nicht weit kommen, ja, das liegt hier. Sehe auch stark Handy-Betrugsmaschen, also hier ist viel Stalking, ganz viel Stalking. Ich schaue mal weiter hier. Was haben wir hier? Es ist wichtig, dass du weißt, dass du gut beschützt bist. Es ist wichtig, dass du dich nicht irgendwie locken lässt. Ich bekomme etwas, was lockend ist, ja? Schau hier bitte generell. Ganz, ganz wichtig. Was sind das für Personen? Was zeigt sich hier in deiner Richtung? Direkte Konfrontation. Direkte Konfrontation. Der neunte Kelche. Das, also, das, was zwischen euch geschehen wird, ist direkt auf dich gefallen. Neunte Kelche ist die Erfüllung. Das ist eine Wunscherfüllung. Du siehst hier, wie du eins sein wirst mit einer Person. Es wird sich mit einer Person eins zeigen. Es ist etwas, was du manifestiert hast. Deine Manifestation wird in Erfüllung gehen. Irrelevant, du hast manifestiert und das wird für dich in Erfüllung gehen. Und es gibt natürlich Energien um dich herum, die dich irgendwo aus der Reserve locken wollen. Da sei bitte gewappnet auf diese Gegebenheiten. Das ist wichtig. Ah, das kann hier Löwensaison sein. Das kann erst einhergehend im, ja, ist doch jetzt Juni, ja? Einhergehend sein mit dem Juni. Das zeigt sich hier. Zumindest deine Manifestation wird in Erfüllung gehen. Du hast etwas manifestiert und es wird sich etwas erfüllen. Und da schau bitte auf die Energien um dich herum, die Welt. Das ist dein ganz, ganz neues Kapitel in deinem Leben beginnt, ein ganz, ganz neues Kapitel. Ja, das ist deine Journey, das ist deine Reise. Ob du dich auf Reisen begeben wirst. Du hast diese Kapitel in deinem Leben abgeschlossen. Du bist auf deiner Reise. Auf deiner Reise wirst du sein. Der Hierophant. Du gehst in eine Partnerschaft. Der Hierophant. Der starke Schutz zeigt sich. Der intensive starke Schutz.
wo du wahrnehmen wirst. Wovor wirst du gewahrt? Das geht hier um die vergangene Situation, Personen. All das, was bislang, wo du das von dir ferngehalten hast, wird irgendwie zu dir gelangen wollen. Schon hier ist das fokussiert, ja. Also die Vergangenheit. Jemand möchte aus der Vergangenheit, also auch die Vergangenheit, ob das jetzt für den einen oder anderen etwas Neues sein wird oder auch eine Situation in von Vergangenheit, jemand aus der Vergangenheit möchte wieder in dein Leben. Ohne Frage, das liegt hier. Jemand möchte wieder in dein Leben, an deinem Leben teilhaben. Und es kann sogar schon sein, dass du mit jemandem bist, das kann es auch sein. Ihr euch da etwas aufbaut, ein neues Kapitel beginnt. Oh, das ist hier etwas Judgment. Es hat sich immer und immer und immer wieder seit den letzten Tagen, ist eine karmische Situation, es kommt ein karmischer Ausgleich, es kommt etwas Karmisches, enorm Karmisches. Es ist die Gegebenheit, enorme Aufstiegsenergie. Es werden Personen mit dir mitgehen, das zeigt sich aber schon seit Anbeginn des Jahres, schon im vergangenen Jahr. Diese Personen, die mit dir mitgehen wollen, ich sehe auch, dass du dich nicht aufhalten lässt. Irrelevant, Yin Yang, Energie, ja, wie du eben auch schaust. Ich sehe, dass etwas geschehen wird. Diese Menschen, du wirst diese Menschen, Personen, die du schon zurückgelassen hast, zurücklassen. Ja. Es ist die Auferstehung und es ist dein Untergang. Das zeigt sich hier. Ist eine karmische Situation. Und es steht da mit dem Zusammenhang, dass viel in deinem Leben stattgefunden hat, was mit Betrug zu tun hat, was mit Verrat zu tun hat, was mit allen Drum und Dran, die Schwere deines Lebens zu tun hatte. Ich betone hatte. Ja, also ich bekomme hier etwas Enormes in Form der wundervollen Dinge in deinem Leben. Die Welt wird dir zu Füßen liegen, du wirst die Welt umarmen. Metaphorisch gesprochen, du umarmst die Welt. Du bist bereit. Schau mal hier. Alles geschieht im Juni. Ich bekomme intensiv Juni, Juli rein. Die Geschehnisse finden in enormer Abfolge statt. Es wird von Fairness und Gerechtigkeit geprägt sein, also von diesen Dingen. Judgment ist die Auferstehung, dass die ganze Zeit das Göttliche, das Universum beobachtet hat in einer Situation, die ganze Zeit, wie dich Menschen in einer Situation benutzt haben, wie dich Menschen hinter dem Rücken agiert haben, wie Menschen von dir genommen haben, ohne Rücksicht auf Verluste, so zeigt sich das hier. Weißt du was, sie wollten, dass du untergehst, aber genau das geschieht. Das ist ein Bumerang, das ist Karma. Karma in Form, das, was man gesät hat, wird man ernten. Ja, so liegt es hier. Enorme Gerechtigkeit. Enorme Gerechtigkeit. Alles wird beobachtet. Alles. Alles. Spirituelles Wachstum der Magier. Deine Entfaltung, es geht um deine Entfaltung, die Wiedergeburt. Oh mein Gott. Es kommt Großes auf die Erde, es kommt Riesengroßes auf die Erde. Das Erwachen beginnt, hat begonnen. Das große Erwachen hat begonnen. Ein Stopp. Wundervoll. Das ist einfach wundervoll. Vertraue dem Universum. Schau dir das mal an. Wir haben hier Faith gehabt, ja? Wo war das hier? Glaube, Vertrauen. Wundervoll. Einfach wundervoll.
Für deren Person wird es ein Untergang sein. Intuition und Downloads. Intensiv. So intensiv. So intensiv kannst du das hier sehen. Du bist vollkommen im Vertrauen. Vollkommen. Vorbereitet. Die Menschen bereiten sich vor auf ihren Aufstieg, die Ära in die neue Zeit der Erfüllung. Es wird sich alles von selbst erfüllen. Alles wird sich von selbst erfüllen. Das, was du gesehen hast, wirst du ernten. Alles, 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 alles. Einfach wundervoll. Einfach wundervoll. Oh, hier gibt es einiges, 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 einiges. Elevator und Celebrity. Oh, das ist berufliche Situation, Job. Alles, 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 alles. Du bist in einer enormen, enormen, enormen Veränderung und die Zeremonie. Enorm. Du steigst auf, du wirst aufsteigen, Celebrity. Berufliche Situation, Zeremonie. Animals, die Tiere, die Krafttiere. Oh, du hast viele Krafttiere an deiner Seite. So, so viele Krafttiere. Ja, du schaust ganz, ganz intensiv auf deine Intuition. Du vertraust auf das Universum. Es kommt so viel. Es wird so viel kommen für dich. So, so viel. Warte mal bitte, wir schauen mal jetzt, was zwischen euch beiden hier geschieht, ja? Also so oder so wird sich etwas zeigen, das kann, wenn, dann werdet ihr gemeinsam, also kann über das Berufliche sein, kann all in sein. Also, du wirst aufsteigen, ihr werdet aufsteigen. Oh, du bekommst viele Zeichen, so viele Zeichen. Ich hatte zu Anfang gesagt, Kleopatra, die Pharaonen, schau dir das mal an hier. Schau dir das mal an. Das ist ein enormes Erwachen. Enorm, enorm, enorm. Du bist hier intensiv mit der geistigen Welt verbunden. Intensiv. So intensiv. Neun der Kelche, Erfüllung. Neun der Kelche ist Erfüllung. Du wirst rauskommen aus einer Situation, komplett rauskommen aus einer Situation. Und es hat jetzt begonnen mit dem Neumond gestern. Es hat begonnen mit dem Neumond. Ja. Ich hoffe, du hast es noch mitbekommen. Es hat hier gerade gestoppt. Also wir haben hier, es gibt keinen Zugang mehr. Es wird keinen Zugang mehr geben. Für diese Personen, die dich verraten haben. Sieben der Schwerter haben wir hier, drei der Schwerter oben. Du bist hier in diesen vier der Schwertern. Du schaust ganz genau die drei der Schwerter. Du, oh mein Gott, ist alles jetzt mit dem Neumond. Alles, alles jetzt mit dem Neumond. Mit der Neumond-Energie wird sich enormes in deinem Leben verändern. Hier, diese Personen, die dich hinter deinem Rücken, was auch immer sie getan haben, ob sie Lügen verbreitet haben und. Es kommt Gerechtigkeit. Enorme Gerechtigkeit. Neun der Kelche hatten wir, deine Erfüllung. Drei der Münzen haben wir hier. Du gehst in die nächsten Steps. Du bist hier selber auch in dieser Energie, dein Kelch immer und immer wieder gefüllt zu haben. Dein Kelch. Du repräsentierst diesen enormen Kelch voller Liebe, 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 Liebe und nochmals Liebe. Und diese Personen haben das benutzt, ja. Irrelevant, freundschaftlichen, irrelevant, was das war. Ja, unabhängig voneinander, das kann im Beruflichen sein, das kann, ja, wir haben hier den Job in den unterschiedlichen Angelegenheiten, das Göttliche, das Universum. Sorge dich nicht, es kommt ein Ausgleich, es kommt enorme, enorme Gerechtigkeit in dein Leben. Inner, sorge dich nicht. Und alles beginnt jetzt, noch einmal, alles beginnt jetzt mit dem gestrigen Tag, dem Neumond. Jemand wird auf dem Weg zu dir sein. Wundervoll. Schau mal, du weißt es noch nicht. Hier ist unter der Erde und hier ist unter der Erde. Ja, der Ritter der Münzen kommt hier.
Und es ist so, dass man diese Münze hinter sich hat. Ja, also es kommt in einem überraschenden, schau mal hier, es schläft hier was. Du weißt es noch nicht, es wächst und gedeiht, du weißt es noch nicht. Es kommt enormes. Das ist das hier, Sehen und Ernte. Du hast es gesehen, es kommt zur Ernte, es kommt zum Tragen. Wundervoll. Und sieh dir mal, wie wundervoll dieser Kranz hier. Es ist ein Kranz. Ich sehe einen Kranz, einen mit frischen Blättern, einen Kranz. Alles frisch. Es entsteht. Das hast du hier gesehen. Für dich, du hast es gesehen. Wundervoll. Einfach wundervoll. Eine Karte hier noch. Hier unten wollte noch die zweite Münze raus. Die Sonne. Du hast hier mit den zwei Münzen, hast du hier oben die Sonne. Wundervoll. Chancen und Möglichkeiten. Große Chancen und Möglichkeiten kommen auf dich zu. Mehrere Chancen und Möglichkeiten kommen auf dich zu. Vieles. Du bist hier. Schau, hier blüht alles. Voller Lebendigkeit. Deine Blüte, dein Glühen. Königin der Stäbe. Voller Temperament, voller Feuer. Und du hattest es mit unterschiedlichen Personen zu tun, mit vielen unterschiedlichen Personen. Du bist mit dir. In deiner Entstehung noch einmal der Magier in der Hauptenergie, du bist mit dir. Und mit dem Hierophant, du wirst in eine heilige Partnerschaft gehen. In eine vorgesehene Partnerschaft für dich auf deinem Weg. Diese Person wird deines Weges kommen. Dir wird jemand gesandt. Ihr werdet zueinander geführt. Es wird eine Partnerschaft sein, voller Ideen und Einfallsreichtum. Voller Blüte. Ja, das sind die Botschaften hier. Ist gar nicht mal so für das Wochenende hier gefallen, weil es steht diese enorme Veränderung jetzt in deinem Leben an, wofür du alles brauchst. Wo die Dinge geschehen, wo du wissen darfst, dass die Dinge geschehen, wie sie geschehen. Ja, so mein Lieber. Ich wünsche dir hiermit alles, alles Liebe, eine wundervolle Zeit. Genieße dein Wochenende. Sonntag ist Muttertag. Auch Gaia, Mutter Erde, fühl dich umarmt. Bis dahin.